97, 98, 99, 100%. Sehr schön. Du brauchst mir eine zweite. Ork-Grube. Muss ich auch gleich erweitern, erstmal. So. Neue Türme brauchen wir jetzt. Zack. Sehr, sehr schön, Trollkäfig vergrößert, aber wir brauchen jetzt erstmal mehr Platz, beziehungsweise mehr Kommandopunkte. Ja, Kommandopunkte so rum, nicht Kommando, ja, genau. Und, deswegen... brauche ich mal einen freien Baumeister, den ich jetzt hier habe. Und... muss mal hier ein bisschen was aufbauen. Zack. So, ist schön. Schön. So, gleich werden wir wirklich effektive Waffen auch gegen die... Ah, der Gegner hat aufgegeben. Das ist sehr schön. Warum haben wir keine Rohstoffe mehr? Korsaren, wer hat die denn gerufen? Wir haben eine... Sehr schön. Das sieht doch richtig gut aus. Erste Schlacht gewonnen. Damit haben wir, welche Region waren das jetzt? Wie heißt sie? So, sie heißt Endweit. So. Kampfphase noch lange nicht beendet. Schlage die Schlacht in Rohan, schlage die Schlacht. So. Welches Projekt nehmen wir als nächstes vor? Das ist schwer hier. Eigentlich haben wir schon eine Festung. Hier war auch schon eine relativ gute Produktion. So, das werden wir probieren. Echtzeit. Da müssen wir auch wieder relativ schnell drauf. Wir sehen, der Gegner hat zwar schon ordentlich Armeen, aber wir haben auch richtig viele Armeen. Wenn wir Glück haben, sind unsere Armeen wesentlich stärker. Ich glaube, die kommen ja auch aus Helms Klamm, die Armeen. Und sind damit meistens sogar schon... Sind die schon aufgerüstet? Ja, die dürften schon voll aufgerüstet sein, da ich in Helms Klamm mit denen gekämpft habe. Und dadurch natürlich wesentlich stärker. Ich hoffe, dass die voll aufgerüstet sind. Also mit geschmiedeten Schwertern, Geniale Schwerter müssen ja geschmiedet werden. Ich weiß nicht, wie heißen die... Waffen denn da? Geschmiedete Rüstungen gibt's. Und geschärfte Schwerter, oder weiß nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall verstärkte Schwerter und Feuerpfeilen ausgeschaltet sind, sodass wir nur noch einmarschieren müssen. Ja. Aber die Gegner sind auch nicht zu unterschätzen. Die haben auch einige Truppen, so wie ich das gerade gesehen habe. Vor allen Dingen sind es ja nicht nur ein Gegner, es sind ja ganze drei Gegner. Also zwei Gegner und drei Armeen, sagen wir es so. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. So. Ich hoffe, dass die jetzt auch wirklich hier gegenüber direkt sind. Ich weiß es nicht. So. Wir haben relativ viel Rohstoff am Anfang. Ist cool. Das ist das Coole. So. Also, Verteidigung aufbauen. Mehr Rohstoff, für mehr Rohstoffe sorgen. Mach dich nützlich. Brauchen wir eine Verteidigung hier auch. So. Wo denn? Das ging aber schnell. Wieder mit dem Westen. Das ist das Lager. Ich wusste erst, dass sie hinten sind. So. Ich hoffe, das schaffen wir auch hier. Seid auf der Hut. Das Gebäude ist fertig. Zurück an die Arbeit. Wie schnell wir jetzt Rohstoffe kriegen. Ach, wir sollten immer die einsetzen. Zack, 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 zack. Fünf haben wir noch. Zack. Sehr schön. Der Feind greift uns an. Okay. Ja, die sind wirklich größtenteils verstärkt sogar.
Glorfindel dürfte auch nicht mehr so lange stehen. Ihr wimmelt es von Feinden. Und du zieh dir mal wieder zurück, du bist viel zu geschwächt. So. Hier gibt es immer Arbeit. Zack, der andere muss doch auch gleich fertig sein. So, mal gucken, ob wir das jetzt schaffen. Sieht gar nicht mehr so gut aus. Ich hätte jetzt gedacht, dass das eindeutig wird. Thranduil, okay. Nicht Thranduil, das ist ja König Brand. Ne, Prinz Brand. Quatsch, König Brand. Ich rief wieder Müll. Den wir haben, der Hauptmann von Tal. Das Tal ist ja die Stadt, die unterhalb des Erebros liegt, also unterhalb des einsamen Berges, wo wiederum der Hobbit spielt. Also wo die Reise des Hobbits hingeht. Ne? Für alle, die jetzt nicht so Herr der Ringe, sich jetzt nicht so im Herr der Ringe-Universum so gut auskennen. Das ist diese Stadt, die auch zerstört ist, größtenteils. Ah, da sind sie. Und ich brauche euch da, ich brauche dich da. Schnell, 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 schnell. So. Seid bereit. Weg mit dir. Ah, scheiße. Das war so klar, dass er das nur schafft. Ich habe das immer so Millimeter knapp und dann sterben sie direkt. Das ist immer so. Ich weiß nicht, ob das hier sogar die Gegner sogar abpassen können. So. Macht der PC wahrscheinlich sogar, dass er genau dann angreift, wenn er weiß, ah, wir schaffen das ganz knapp, wenn die Gegner jetzt die ganze Zeit angreifen. Ich weiß nicht, wie gut die KI jetzt programmiert ist. Also die KI ist, finde ich, ganz gut programmiert, aber wie genau die jetzt programmiert ist, ob sowas möglich ist, überhaupt mit der KI zu machen, das weiß ich gar nicht. Würde mich mal interessieren zu wissen, was kann so eine KI alles? Das ist immer so, dass man weiß, was hat die, kann die KI eigentlich? Kann die wirklich, zum Beispiel auch berechnend, wenn der so oft draufschlägt, schaffe ich es noch, das Gebäude bzw. den Gegner zu töten, ohne dass ich vorher sterbe? Schafft das? Kann das die KI berechnen? Würde mich mal interessieren. Falls irgendwer von euch Spiele programmiert, sagt mal so, schreibt so mal in die Kommentare. Haha, war so witzig. Ja, so, egal. Weiter. Na, den Palast brauchen wir auf jeden Fall erstmal. Denn unsere Orkgrube hält nicht mehr so lange. Ach, tja. Okay, damit wäre das erledigt. So, haben wir wieder die Sicht zentrieren, danke. Also, nicht Sicht zentrieren, sondern Sicht auf alte Verhältnisse zurücksetzen. So. Genau das haben wir, deswegen bauen wir ja bitte ein weiteres Schlachthaus. Ach, der hätte jetzt auch 45 nehmen können. Na gut, nun gut, nun gut. Hab ich gerade nicht mehr gekriegt. Schlagt euch doch die Köpfe ein da. So, ein bisschen Gehake ist mal wieder drin. Kann sein, dass ich gleich wieder mal die Aufnahme pausieren muss, weil ich auch glaube, es kann sein, dass er gleich mal wieder vorläuft. Ich weiß nämlich, ich habe vorhin 200 GB frei gehabt. Ich habe ja vorhin einmal schon die Aufnahme angefangen, wo ich gesagt habe, wo ich die Schlacht da fast gewonnen hätte, die ich letztes Mal verloren habe. Ja. Kann sein, dass sie jetzt langsam wieder voll läuft, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, das ist ganz normales Gehake, was er immer macht nach gewissen Zeit, weil er, wie gesagt, nicht so lange am Stück aufnehmen will oder was er irgendwas anderes im Hintergrund macht. Ja, das ist hier das typische Gezetere und dieses typische Gezetere werde ich jetzt auch nicht, im Let's Play habe ich das nicht so gerne drin, deswegen sage ich jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Aufnahme Schlacht um Mittelerde. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal. Ja, genau, habe ich ja gerade schon gesagt, aber ich kann erzähl's ruhig rein, mal, das ist halb so wild. Macht's gut. Ciao-i-kowski, was für ein Scheißwort. Egal, tschüss. Einen viva aber wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde. Wir waren letztes Mal in einer Schlacht gegen die Elben und so stehen geblieben. Und ich muss mal ganz kurz den Sound von mir ein bisschen leiser drehen, denn erstens soll der Sound nicht so laut auf euch treffen, sage ich mal. Und zweitens, ich mag es auch nicht so gerne. Und hier muss ich immer gerade verteidigen. So, okay. Ich werde gerade ziemlich überrannt, komischerweise. Hätte nicht gedacht. Sieht da mal gar nicht so gut aus.
Ich frag mich, wie sie den Baumeister gerade getötet haben. Der war eigentlich ein bisschen außerhalb der Range. Aber nun gut. Na komm. Ich hoffe, der PC hakt jetzt nicht zu doll, aber es scheint nur so ein kurzer Zwischenhacker zu sein. Hoffe ich mal. Aber mein PC ist unberechenbar, sage ich mal. So. Wir brauchen mal dringend noch einen Baumeister. Wir brauchen die Rohstoffe. Und das brauchen wir auch. So, schneller Rohstoff produzieren. Ich brauche Rohstoffe. Schneller. Da kommt der Gloin. Ach nö. So. 300 haben wir jetzt. Sind aber relativ viele jetzt sogar, finde ich. Von den Gegnern. Nun gut, ich habe ja auch ein paar Bogenschützen zum Glück. Da kommen noch neue. Wie viele hier kommen? Ich glaube, ich werde überrannt. Ich weiß gar nicht, ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass ich das letzte Mal so schlecht war. Ist das Rohan? Ich glaube, das ist Rohan, das sie gerade einnehmen. Ich dachte, sie haben wahrscheinlich jetzt gerade erst... Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir letztes Mal so schlecht abgeschnitten haben, aber anscheinend... Ich glaube, ich gebe das jetzt auf. Das sieht man wohl, dass ich da in dieser Schlacht wohl keine Chance mehr habe. Okay, Rohan verloren. Unsere Festung ist gefallen. Und der Ringkrieg wird echt noch interessant. Weil es, wie gesagt, immer nur gegen... Ich bin ja nur noch alleine. Gegen Elben und Zwerge. Aber bis die in Mordor drin sind, da brauchen die auch erstmal. Ich hoffe, die Situation fährt sich nicht so fest, weil es gibt auch Ringkriege. Die sind fast unlösbar. Wirklich, da hast du dann... Weil einfach, wenn du Armeen produzierst, oder auch die Gegner produzieren ja relativ viele Armeen, kannst du in dem Land so viel produzieren, wie du willst. Du kannst immer nur gewisse Anzahl an Horden oder Armeen, Einheiten, sage ich am besten, aus dem Land rausschicken. Aber in dem Land selber, wo sie produziert wurden, können so viele sein, wie sie wollen. Also so viele, wie sie produziert, wie in diesem Land produziert wurden. Und das führt irgendwann dazu, dass Länder einfach unannehmbar sind, weil du mit einer 3-Flaggen-Armee dieses Land gar nicht mehr einnehmen kannst. So. Ich glaube, ich sollte mich gleich mal wieder in der Kampagnenkarte dem widmen, das Zwergische Reich anzugreifen. Jetzt müssen wir erstmal probieren, diese Schlacht zu gewinnen. Weil es wäre, glaube ich, fatal, wenn wir beide Schlachten verlieren. Aber, so kann vorkommen. Der Vorteil von denen ist natürlich, sie haben... Der Vorteil von mir ist, ich habe natürlich eine Festung. Der Vorteil von denen ist, dass sie... 2 Baumeister mehr haben als ich, ne? Ist ja logisch. Sie haben... Ihre Frechheit wird nicht ungesühnt bleiben. So, meine Armee marschiert. Hab jetzt keine besonders starken Einheiten leider dabei. So wie ich mir oft habe, also ein paar Trolle, eventuell Olifanten, Katapulte, etc. pp. Deswegen muss ich jetzt erstmal mit ein paar Orks und ein paar Ostlingen vorlieb nehmen. Was